Am Strand habe ich meine Fußspur im Sand fotografiert. Eine Welle kam und löschte sie aus. Da kam ich dann ins Grübeln. Diese Spur ist schließlich ein Abdruck meines ganzen Körpers, meines Daseins in dieser Welt. Wie schnell die weg ist. Es braucht nur eine Welle oder etwas Wind oder andere Menschen, deren Spuren sich darüber legen. Aber wenn ich ein Foto davon mache, verewige ich die Spur in gewisser Weise. Besonders wenn ich das Foto dann auch noch ins Internet hochlade. Wie lange bleibt sie dort? Auf alle Ewigkeit? Gibt es die auf dieser Welt überhaupt? Und was ist, wenn ich meine Spur, also das Foto, überhaupt nicht mehr sehen will? Ich muss das Bild dann löschen. Also auf jeden Fall selbst aktiv werden. Naja, wenn ich das Bild in mein eigenes Blog hochgeladen habe, geht das ja noch ganz einfach. Aber wenn ich den Post dann mit einem sozialen Netzwerk verlinkt und andere mein Bild geteilt haben, dann weiß ich ja nicht einmal mehr, wo meine Spur geblieben ist. Kann ich sie ja auch nicht mehr löschen, oder? Und dann gibt es im Internet ja noch mehr Spuren von mir als nur dieses Bild. Ich habe gelesen, dass sogar schon die Spuren von Ungeborenen dort zu finden sind und dass wir nicht nur willentlich unsere eigenen Spuren hinterlassen, sondern auch einen sogenannten Schatten haben. Mit Algorithmen, also aufeinander abgestimmten Programmen, die unsere Daten auf bestimmte Fragestellungen hin durchsuchen, kann man leicht auffinden, was andere über meine Person im Netz veröffentlicht haben und sich so ein Bild von mir machen, ohne dass ich überhaupt weiß, wie gut man mich kennenlernen kann und ohne dass ich das Bild jemals korrigieren könnte. Irgendwie macht mir diese Spurengeschichte langsam Angst. Könnte nicht einmal jemand auch für das Internet Wellen oder Wind oder etwas Ähnliches entwickeln, sodass meine Spuren nach ganz kurzer Zeit wieder verschwinden? Was ich aufbewahren wollte, würde ich dann einfach an einer sicheren Stelle deponieren. Mir würde das völlig reichen.